und herzlich willkommen zurück hier auf der Lieper Winkel. Ich überlege gerade, wo ich mal dieses komische Ammoniak herbekomme. Wasserfreie, wisst ihr? Sucht, nichts gefunden. Ha. Ich weiß aber, dass ich, glaube ich, einen Tank oder sowas da habe, meine ich. Muss erstmal hier weiter schwaden, glaube ich. Schimmer, Bruder. So. Dann wollen wir mal. Na komm. Bewege es. Gespadet. War die irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, oder? Dann sammeln wir den Krempel nämlich ein, aber Futter für die Schafe. Mache ich hier gerade im Mist kaputt. Fang da vorne hin. Wasserfreies Ammoniak. Ja, ich weiß, dass das Ammoniak stammt ja eigentlich aus dem Film. Aber wo kommt das her? Hm. Aber das Ding hat doch keine Räder, es hängt doch nur hinten dran. Das ist jetzt so ein Zirkus. Ja, jetzt weiß der Doll natürlich etwas, was er vielleicht besser nicht wissen. Weil er seine Hütte. Jetzt um. Noch ein paar dickere Spaten. Ja, gut. Aber egal. Ich krieg hier Zug rein. Oh.
dreimal rumfahre, habe ich hier ein System. Ah, sieht schon. War ziemlich dicke Schwad, aber das haut schon hin irgendwann. Nächstes Mal rumfahren sollte ich hier eine vernünftige Mitte. Hoffe ich. Geht davon, dass man auf diese Wohnung zu finden. Naja, was soll's. So. Ah, ich sag doch so langsam kommt. Passt. Wenn ich nur eine dicke Schwarte habe, ist sie auch. Da habe ich zwar kaum drüber, aber. Ja, guck's jetzt. Zucht und Motto. So, jetzt fahre ich hier nach hinten rein. Sammeln. Man muss immer gucken, wo ich den Krempel hinkippe, weil wenn ich das wieder ins Silo schütte, habe ich wieder Hexen. Eigentlich Gold.
recht schwierig. Auf der Wiese. Das ist aber noch kurz. Eventuell zu Heu. Vielleicht sollte ich die äußere Bahn schon mal einsammeln. Ich glaube, ich mag das auch. Kontraproduktiv das Ganze. Wow. Mal die Dinger dahin gestellt. Na komm, zieh. Ganz ehrlich, ätzend. Scheißholz. Na komm. Da kommt der Rest auch. Toll. So. Ach ja, Mensch, 28 Grad. Eigentlich viel zu gerade zum Arbeiten. Aber was soll's? Man muss ja.
man will oder nicht. Heute liegt bei dem Wetter schön am See, jetzt in die Sonne. Hier noch ein bisschen weiter hin. Mal sehen, dass ich den Krempel hier am Zaun bin. Stelle. Aber es hat Funk. Sehr schön. Ja, Mensch, im Moment hast du echt eine Ruhe vom Meier, ne? Wenn wir gleich den großen Xerion hier. Ich fahre erstmal über Haarweide fahren. Hafen finden. Die brauchen nämlich Futter. Ja, die brauchen Futter. Ach ja. Voll. Hier müsste doch einen weiten Ausgang haben. Vorne. Falsch. Ist auf jeden Fall Zaun. Kommen wir nicht raus. Ja. Auch nicht. Nur das Loch da, oder? Hier raus.
war festzufahren geringer ist. Auf Weide komme. Fahrweide. Eigentlich ist der Traktore zu schwach dafür. War mir das jetzt klar, dass der sich festfällt. Zuckerrohr oder was? Aber es wächst und gedeiht. Kann man ja nun mal nicht anders sagen. Reinpacken. Reicht. Weil ich hier fahren kann. Naja, gelohnt hat sich das jetzt nicht, ne? Hier irgendwie wieder raus. Gerade ein. Ja, Bauer. Jo, der Doll, servus. Moin, Doll. Hast du die Palettenbeize noch? Ja. Ja, aber ich habe mir jetzt mal einen schlau gemacht, da gibt es irgendwie so ein Förderband und da bummst du wegen Beize hinein und dann kommt da irgendwie Saatgut raus. Ah, ja. Art. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe überlegt, dieses komische wasserfreie Ammoniak, wofür und vor allem, wo kriegst du denn das? Hast auch noch nichts rausgefunden, oder? Na. Also Ammoniak klingt für mich ja nach Tierpipi. Das ist auch soweit richtig, aber wasserfrei, ich habe davon gehört, aber weiß nicht, ja, genau. Was willst du mit dem wasserfreien Ammoniak? Das weiß ich nicht. Ich habe das mal gehört, ich will wissen, wofür das ist. Ja, das darf mich ja interessieren. Ich habe da noch nichts rausgefunden, da muss ich wohl mal, keine Ahnung was. Ja, dann möchte das wohl tun müssen, ne? Irgendwie mal Gockel befragen oder so. Ja, auf jeden Fall, ich könnte die zwei Paletten Beize quasi abnehmen. Ich habe mir ja das Förderbundle jetzt bestellt. Ja, nimm sie einfach. Hier raus. Ja, ich kann ja schlecht jetzt bei dir auf dem Hof fahren, zwei Paletten einladen und dann als Sikorski. Nicht. Ist weg, ich kann da eh nichts mit tun. Ja, das ist wohl wahr. Alle hier am Kämpfen, dass ich hier nicht diesen blöden Jägerzaun habe.
war gerade die Schafe füttern. Komischen Ladewagen. Irgendwie wieder raus. Du warst von eng hier. Träumst du von? Ja. Nee, kannst du dir holen, also. Gut, dann komm ich jetzt. Ja, mit was komme ich jetzt vorbei? Ich glaube, ich fahre mit dem Xerion schnell. Warte mal. Rückt das war aber auch ein Akt. Mann, Mann, Mann. Wie hat man da ein Xerion, ne? Was? Sag, wofür hat man einen Xerion? Ich naste. Was ist das? Der 5000er? Den neuen? Na, also, ah, nur die alte Version. Also nicht den neuen, den ich hab hier. Nee. Das Spitzenmodell quasi. Nee. Ich hab auch kein Bandlaufwerk, ich hab zwei Räder. Hier meinst du? Ja. Auf zwei vorne, zwei vorne, zwei hinten, ja. Ah, ja, genau. Also ein Zweiakt. Ich hab nachgeschaut, übrigens, gell. Ich hätte noch 35 Paletten Mehl von der Julia eingelagert. Ah, okay. Wenn du was brauchst für deine Bäckerei, dann einfach Bescheid sagen, dann hol es da raus. Keine Ahnung, ob da was reinpasst. Nee, weil irgendwie... Habe ich das eingelagert, weil es damals nicht mehr reinpasst hat. Ich hätte zwei Bäckereien, die Olle. Ja, also wie gesagt, wenn du Platz hast und Bedarf da ist, es wäre noch was da. Kauft ja rund um sich zu, aber gut, dem Holzerhof hier geht es mittlerweile auch wieder richtig gut, seitdem Fahrzeuge in Polen angemeldet sind. Ja, der Meier ist ganz schön angepisst. Warum? Weil die was über Polen laufen oder was? Ja, erstens das und weil ich ihn angezeigt habe und sowieso und überhaupt. Aber ist mir völlig wurscht. Ist mir sowas von wurscht. Auch irgendwas, wo ich Gras einlagern kann. Das in Silo kippe, dann fängt das an zu gären. Das hat keinen Sinn. Ja, wenn es das bei mir in Silo neu fährst, dann fängt es auch zum Gären an. Das bringt da gar nichts. Ja, ich muss da irgendwie... irgendwie so ein Multisilo oder was haben, wo das schön, ja, was trocknet ja mit der Zeit, dann hast du Heu da drin. Ja, unter Umständen. Mineralfutter brauchen wir. Gucken, wo ich das Zeug lassen kann, Mensch. Ganz großen hier, die von Unia, das sind ja Monster. Groß. Beide sie. Misthaufen. Fahrsilo, ja. Fahrsilo darf ich es nicht reinkippen. Machen wir jetzt da auf. Da ist die richtige Seite offen. Wunderprächtig. Beize. Ja. Oi. Ganz eben. Ja, geht gerade so. Zack. Nee, weil dann ist die nämlich verschwunden und der Händler weiß nicht, wo es hin ist. So, ich habe die umgeschrieben, um andere Aufkleber drauf. Also, hören wir Dank. Ja, kein Problem. Lass ihn nicht erwischen. Na, niemals. Niemals. Bis dann, servus. Bis dann, tschüssi. So, aber Leute, das soll's für heute auch schon wieder gewesen sein. Nichts geschafft und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin mit dem Gras, ob ich
irgendwo hinkippe oder was. Ah, ich muss mal sehen, weil hier vorne wäre vielleicht ein bisschen Platz, dass ich das hier einfach hinschütte. Ich muss es sehen. In diesem Sinne, lasst ein Däumchen, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Tschüss.